Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Hier sieht man, dass ich hier die Sarmatier noch platt machen muss und unten die Abtrünnigen. Bisschen nervig und danach geht's Richtung Osten, weil das brauchen wir nämlich, zu gewinnen. Genau, das ist ein bisschen blöd gelaufen, dass die 300 jetzt abtrünnig sind. Da habe ich nicht aufgepasst. Allgemein habe ich ja bei diesem Bürgerkrieg jetzt nicht wirklich aufgepasst. Mir kam ein bisschen überraschend. Deswegen immer schön die Politik im Blickwinkel lassen. Im Blick lassen, irgendwie so. Genau, hier wuschel ich ein bisschen über die Armee. Wie ihr gerade vielleicht merkt, spreche ich gerade drüber. Also die Audiodatei ist echt ein bisschen kaputt gegangen. Also das nervt mich extrem, weil ich heute eigentlich noch sehr viel arbeiten muss. Aber naja. Dann ist es halt keine halbe Stunde, sondern mehr als eine Stunde. Cool. Naja, egal. Hauptsache das Let's Play kommt dann hoch. Gut, also die Armee. Also hier schaue ich gerade, wo die ganzen Armeen sind. Ich muss ja immer da reinkommen. Also immer wieder reinkommen. Nach so einer Aufnahmesession-Pause. Es ist immer ein bisschen schwer. Naja. Gut. Hier schaue ich gerade, welche Einheit ich noch brauche. Weil die Königliche Garde hat nur 19 Einheiten. Das geht mal gar nicht. Vor allen Dingen, wenn ich dann später irgendwann Syrakus angreifen will. Ich meine nicht Syrakus, sondern Persien und den ganzen Osten. Genau, hier ist wieder ein General von uns, der eine neue Familie gegründet hat. Habe ich schon mal erzählt, dass mich das echt nervt? Bestimmt. Also der Höhepunkt war wirklich, als ich Rom gespielt habe. Das ist ja auch bei der Rom-Kampagne. Also auch beim Let's Play, da hat mein Imperator oder Diktator oder Anführer, sagen wir einfach König, der hat ja einfach so eine neue Familie gegründet, was halt so krank random ist. Ich meine, er ist Staatsoberhaupt und ihm gehört alles so ungefähr und dann, das war glaube ich ein Level 8er oder so, also oder 9er, so ein ziemlich krasser Dude und der hat einfach, ja, seine eigene Familie gegründet und das heißt, oder das hieß, meine Familie war nicht mehr die führende Partei, sondern ja. Der Diktator hat eine eigene Familie gegründet. Juhu. Hier mache ich gerade eine neue Armee auf. Auch mit einem anderen General. Oder einem General einer anderen Familie. Damit ich hier die Abtrünnigen ein bisschen mehr unter Druck setzen kann. So, oben habe ich ja in Iol habe ich eine Armee plus eine Flotte. Die Flotte werde ich auch noch brauchen. Genau, Spartas Mythos werde ich auch gleich Richtung Süden schicken. Der braucht noch ein bisschen, also Sparta lässt grüßen, diese Namen. Die brauchen alle noch ein bisschen Zeit. Hier sieht man, ich habe da noch gar keine Garnison drin. Deswegen schicke ich den jetzt nach unten. Damit ich dann die Armeen tauschen kann und Sparta lässt grüßen, geht dann Richtung Rom. Genau. Hier noch ein paar Skills verteilen und mit der Flotte gehe ich jetzt schon Richtung Osten, Richtung Karthago.
Und hier muss ich halt dann noch ein bisschen bleiben, weil die feindliche Armee ist ja vor den Toren. Genau. Genau, hier switche ich gerade durch die ganzen Agenten und Einheiten. Und den schicke ich ja schon mal Richtung Armee, sodass sie sich verbinden können. Da ist halt, also bei Bells ist halt das Problem, falls unten eine gegnerische Armee kommt und Spoiler, sie wird kommen. Aber ich wollte zuerst die Abtrünnigen da oben weg haben. Ein bisschen hin und her und vor und zurück und so ein Schmarrn. Bei mir regnet es übrigens gerade, finde ich richtig, richtig cool. Ah, genau, das fand ich auch cool. Weil mein Verbündeter greift die jetzt an. Da kann ich die unterstützen. Und dann muss ich da jetzt nicht selbst spielen und also alles gut. Genau. Und ich habe eigentlich auch kaum was verloren. Also schon ein bisschen was. Aber an sich, nächstes Mal könnte ich so ein Gefecht auch spielen, wenn es euch interessiert. Also, Mein Herr erwartet, nee, das dass mache ich es nicht. ange. Genau, weil dann sieht man mal, wie es ist, mit der KI gegen eine KI zu spielen. Das ist ganz lustig. Genau. Hier ist es jetzt so, das mache ich automatisch wegen den Fernkämpfer. Also ohne Fernkämpfer hätte ich es gespielt, weil das. Der hat ja fast nur rote und ich hätte es wahrscheinlich auch schaffen können, aber mit den Fernkämpfer ist es impossible. Wenn ich es gespielt hätte, hätte ich ihn auch mehr abnehmen können. Also mehr Einheiten töten können. Aber das ist auch in Ordnung. Also, ein Tipp, wenn man gegen so eine Armee kämpft, die viele Fernkämpfer haben und man muss die Stadt behalten, also das kann immer sein. Dann auf jeden Fall, also es kommt immer auf die Stadt drauf an, wie die aussieht. Aber man kann immer versuchen, die Fernkämpfer irgendwie so zu ködern, dass sie in eine Falle laufen. Also in eine Straße rein, wo man dann von beiden Seiten ihn angreifen kann. Das kann man sehr gut machen. Aber also in dem Beispiel jetzt hatte ich, glaube ich, auch zu wenig Einheiten. Also für eine. Entschuldigung. Ja, wenig geschlafen. für eine Falle wäre es ein bisschen zu wenig gewesen. Gut. Also mit der Armee werde ich jetzt auch nach Osten gehen, weil im Süden ist ja die, also ist eine Full-Stack-Armee noch in Spanien, aber ist gleich wieder da. Und die habe ich jetzt ein bisschen zurückgeschickt, damit die wieder ein bisschen heilen. So. Genau, das ist ja mein Dude und da mache ich jetzt Logistik, nee, Geheim. Genau, ich wollte die Nachtgefechte machen. Genau, das ist immer ganz spaßig, Nachtgefechte. Wobei es in der Realität nicht immer dazu gekommen ist. Oder man hat es versucht zu vermeiden, weil selbst am Tag ist ein Schlachtgetümmel.
gegebenenfalls lasst mich sagen, dass ich ein Amulett gegen chaotisch. Und in der Nacht kann man halt, also da gibt es sehr viele, sehr viel Friendly Fire. Genau, hier werde ich mal Pater, die Pater angreifen. Weil, ja, ich habe schon zwei Armeen hier. Und das ist, finde ich, ja, wird mal Zeit. Genau, Hata kommt später. Saba hat jetzt halt auch mir den Krieg erklärt. Aber das ist auch ganz in Ordnung. Problematischer wird es halt nur, wenn die Richtung Ägypten rüber rudern. Da habe ich ja niemand. Gewitter. Cool. Genau. Die ist relativ schlecht, die Tante, aber ist ganz praktisch, weil dann verschwende ich sie quasi nicht, wenn ich mit ihr nur scoute. Genau, mit denen gehe ich jetzt ein bisschen vor, verbinde die und dann nächste Runde greife ich die dann an. Genau, und hier ist eben die gegnerische Armee und genau, in Belz habe ich noch überhaupt keine Armee drin, beziehungsweise keine Garnison. Deswegen kann der die einfach übernehmen. Ist ein bisschen nervig, aber dann übernehme ich sie einfach wieder später. Genau, hier schaue ich einfach gerade, was ich skillen kann. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die öffentliche Ordnung zu pushen. Wie viele Agenten hier sind, ne? Das ist so übertrieben. Genau, also hier ist halt eine gegnerische Legion, aber das ist nicht so schlimm, weil die ziemlich angeschlagen ist. Aber gegen die werde ich meine Stadt verteidigen können. Wie kann ich euch dienen? Kann ich euch behilflich sein? Mein Können steht euch. So, da schaue ich gerade, ob hier eine gegnerische Armee ist. Könnte sein, also ich kann die letzten Meter nicht sehen. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Hier ist jetzt das Problem, also dass ich ja in Gewaltmarsch so weit vorgegangen bin. Könnte sein, dass mich der Louisitaner erreichen kann und dann ist es halt ein Hinterhalt für mich. Wow. Das war mal ein Donner. Vielleicht ein Vorbote. Genau. So, ja, was kann man da noch sagen, nicht? Genau, der hat es jetzt übernommen, einfach so. Hier Friedensabkommen. Um Worte der Stärke zu sprechen, antwortet mit der Stärke. Ich will mit dem ein Klientelkönigtum machen und das schaffe ich auch. Weil dann habe ich hier oben nicht so viel Stress, dann kann ich mich schneller auf den Südosten konzentrieren. Und die Sküten, ja mei. Das wäre jetzt, also ich musste 4000 zahlen. Und reden das ist halt ohne Geschmack. Nichts. Doch ein Abkommen macht den Wein süßer und das an Fleisch sich, hätte mich das, ja, 6-7 Runden gekostet, die einzunehmen. Die haben zwar echt wenig, genau, jetzt greift es aber an. Das kämpfe ich selber, weil der eben mit Transportbooten kommt und nicht mit einer Armee, sag ich mal. Genau, jetzt habe ich vergessen, was ich wegen den königlichen Sküten sagen will. Oh ja, hier werde ich auf jeden Fall mit den 4 Generations-Kriegsschiffen versuchen, die Feinde aufzuhalten, weil die Schiffe sind natürlich viel stärker
als die Transportroute. Und das ist was, was mich echt nervt. Also an den neuen Rome Total War 2, also nicht den nicht den neuen, sondern den Update quasi. Für die, die es noch nicht oder die das nicht anders kennen, die Kavallerie, es ist relativ neu, dass die nicht zusammen mit der Invasionsflotte zusammenkommt. Also früher war das so, dass eine Armee, die mit der, also über See kommt, kommt komplett über See. Und das Problem war, dass wenn die Kavallerie eben auf dem Schiff war und die gelandet ist, sind die Pferde nicht mitgekommen. Also das heißt, die Kavallerie wurde zur Infanterie und das war nicht ganz so cool. Was sie jetzt halt gemacht haben, ist, dass die Kavallerie komplett separat angreift, was ich ehrlich gesagt nicht gut finde. Ich hätte es anders gemacht, dass die Kavallerie zusammen mit der Infanterieflotte, zusammen mit der Flotte kommt. Und sobald die Kavallerie oder Kavalleristen an Land geht, dass sie automatisch auf ihre Pferde gehen. Also, dass sie auf dem Boot Infanterie ist und an Land dann sofort zur Kavallerie wird. Ich meine, das wäre wahrscheinlich vom Programmieren ein bisschen aufwendiger geworden, wie sie es jetzt gemacht haben. Aber nicht unbedingt sehr viel, weil sie haben ja schon das so gemacht, dass, also am Anfang war es ja so, dass die Kavallerie auf den Schiffen auf den Schiffen war, also als Infanterie. Also das haben sie ja schon programmiert und dann, naja, aber okay, ich kenne mich da ja nicht aus. Genau, aber was hier jetzt passiert ist, dass ich mit vier Hexeren oder also Kriegsschiffen die komplette Flotte auseinandernehmen von ihm, weil ja, ich habe stabile Schiffe, habe einen Rammsporn und er hat nur leichte Transportschiffe. Das heißt, wenn es gut, also wenn man sie frontal oder von der Seite trifft oder also im 90 Grad am besten trifft, dann reicht ein Schlag und die sinken. Und da sinkt halt, oder dann stirbt halt die komplette die komplette Einheit. Deswegen immer, wenn ihr sowas habt, also vor allen Dingen, wenn ihr die die großen Kriegsschiffe hier haben, also die Lenken jetzt, immer sofort die gegnerischen Transportschiffe angreifen. Wenn das jetzt eine echte Flotte wäre, dann nicht so wie raus da. Also dann habt ihr überhaupt keine Chance. Dann könnt ihr maximal, also wenn es gut läuft, so viele Schiffe versenken, wie ihr Schiffe habt. Aber das ist unwahrscheinlich, weil weil ihr braucht für Kriegsschiffe mehrere Anläufe, beziehungsweise mehrere Rahmenvorgänge. Und wenn er halt mehr Schiffe hat, dann ist es natürlich so, dass er euch besser auseinandernehmen kann. Und vor allen Dingen hat er bessere Schiffe als ihr, also als die Garnison. Und die Seegefechte ist auf jeden Fall ein sehr großer Schwachpunkt von der Total War Reihe. Deswegen haben sie jetzt zum Beispiel in der Troja-Saga haben sie die Seegefechte komplett abgeschafft. Wird man hier dann auch sehr gut sehen, dass die halt, also die ganzen Schiffe backen halt dann rum und sie backen rum. Ich wusste gar nicht, dass rum gebacken wird. Hahaha, sehr lustig. Okay. Das wird ein bisschen
dauern. Ich schenke mir mal ein bisschen was ein. Und dann geht's weiter. Ups, sorry. Genau, hier zum Beispiel, da hat die ganze Zeit den Rückwärtsgang. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und ja, der rammt den jetzt auch nicht und also ist ein bisschen ärgerlich alles. Aber normalerweise hat man auch mehr Platz, also erst mit der, also wir kämpfen ja jetzt am Rand der Map zusammen mit der Statue. Das ist ein bisschen blöd und der backt hier auch rum. Unsere Geschütze erwarten eure Befehle. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt der Sound oder also meine liebliche Stimme so klingt, als wäre sie von mir und nicht von Roboter. Aber müsste eigentlich jetzt passen. Also ich habe vorhin noch einen Test gemacht und ja. Ich musste den PC dann neu starten, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall hat es jetzt geklappt. Also beim Probelauf. Ich hoffe, dass es jetzt allgemein klappt. Genauso wie gestern beim Stream ist kurz vor dem Stream plötzlich die Kamera ausgefallen. Das war auch geilomatico. So, jetzt habe ich die komplette Flotte ausgeschaltet. Passt. Und hier, ja, hier verstärke ich mal meine Jugendlichen. Genau. Die Hopliten sind schon ein bisschen stabiler und stärker als jetzt die Jugendlichen. Die ziehe ich jetzt ab. Weil die schon ein bisschen wanken und macht die Balance an. Und dann, ja, also wenn ihr so viel Kavallerie habt, dann nie frontal angreifen. Also ich meine, ihr habt den Vorteil, dass ihr schneller seid und wendiger. Und das ist halt auch die Achillesferse von den Spartanern, beziehungsweise das war sie in... Also historisch gesehen war sie das. Ich spule jetzt gerade vor, weil es passiert gerade eigentlich nichts mehr Spannendes. Ich muss nur schauen, dass ich halt die Kavallerie einfange. Und ja. Allgemein ist Kavallerie ja in der Stadt nicht wirklich sinnvoll. Sie tut sich sehr schwer, da sinnvoll zu sein. Also hier hatte er auf jeden Fall. Also er hatte, glaube ich, 7 Kavallerieeinheiten, wenn mich nicht alles täuscht. Und damit hätte er meine Garnison erledigen können. Das hätte er sogar schaffen können. Also man muss halt schauen, dass man immer in die Seite oder in den Rücken angreift. Und hier unten, wo ich mich aufgestellt habe, kann man von 3 Seiten angreifen. Und er hat jetzt ein bisschen meine Pikiniere angegriffen, was immer blöd ist, die frontal anzugreifen. Und er hat versucht, meine Jugendlichen anzugreifen, das war schon ganz gut. Aber er hat komplett alle Einheiten dazu benutzt.
Und, also nicht komplett alle, aber er hat ja, einen Großteil seiner Armee dazu verschwendet, da vorbeizukommen. Und ja, das hätte er anders machen können. Nein. Aber KI ist ja nicht immer die klügste hier. Bisschen gewartet, seit der letzte sich auch ergibt. Juhu. Wunderbar. Ist halt hier auch lustig. Ich habe fast 500 getötet und 12.000 1200 ist quasi ja, von der See verschluckt worden. Immer noch seltsam, dass das nicht als Kill zählt, aber okay. Genau, der Lusitaner macht ein bisschen Stress, aber das können wir automatisch machen. Und das nächste, also die Belagerung machen wir dann. Warte, die Belagerung machen wir dann in der nächsten Folge. Genau, wobei er hier sagt auch, dass ich halt keine Chance habe, aber ja, der hat keine Ahnung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal beim Let's Play oder beim Stream. Macht's gut, bye bye.